Bei mir jetzt Holger Lemke. Ich denke, ein zufriedener Holger Lemke. Das Thema Klassenerhalt ist jetzt endgültig in trockenen Tüchern. Verdienter Sieg? Ich denke, im Großen und Ganzen war es ein absoluter verdienter Sieg. Gerade die erste Halbzeit haben wir klar im Griff gehabt, sind verdient auch mit 1-0 in die Halbzeit gegangen. Wir hätten auch das eine oder andere Tor mehr machen können, wo wir es nicht ordentlich, nicht konzentriert ausspielen oder einfach unglücklich den Ball nicht treffen, war eine Situation. Zweite Halbzeit haben wir dann glücklich das 2-0 nachgelegt, auch zum guten Zeitpunkt. Haben dann in der Mitte eine Phase gehabt, wo wir dann ein bisschen nicht den Faden verloren haben, aber der Gegner uns mit langen Bällen ein bisschen beeindruckt hat, mit der Körperlichkeit, einfach mit sehr großen Spielern und hohen Bällen. Haben wir dann unglücklicherweise in einer dummen Phase das 2-1 bekommen. Haben aber eigentlich immer dagegen gehalten, haben im Endeffekt auch noch die Chance gehabt, wo wir hätten höher machen können, das 3-1 machen können oder sonstiges. Und im Endeffekt ein absolut verdienter 2-1-Sieg. Da hattet ihr einen ganz schlechten Start aus der Winterpause raus, die Niederlagenserie. Was hat sich dann getan, dass ihr jetzt wieder auf die Erfolgsspur oder in die Erfolgsspur zurückgekommen seid? Ich glaube, es war halt einfach wirklich eine dumme Situation, weil es personalbedingt wirklich sehr, sehr viele Ausfälle zu kompensieren galt, also haben wir jetzt mehr wie geschafft, aber auch mit vielen Spielern aus den eigenen Reihen, aus der A-Jugend sieht man jetzt, ich habe heute wieder zwei Spieler von der A-Jugend spielen gehabt, die wirklich eine sehr gute Leistung gebracht haben und auch noch einen eingewechselten Mo Rashidi, also die wirklich uns mittlerweile auch helfen und auch eine Unterstützung sind. Kurzer Ausblick, es geht jetzt um nicht mehr allzu viel, aber ich denke, jetzt seid ihr nochmal am Gewinnen und das sollte jetzt gegen Neidersen sofort gesetzt werden? Also auf jeden Fall, also wir wollen auch die ordentliche Saison für uns belohnen und wollen auch natürlich den 7. Platz, den wir jetzt haben, da verteidigen, wie gesagt, und dann auch die Ernte einfahren für die gute Saison. Personell, wie sieht es da aus? Kurzer Vorblick. Es wird mit Marv Gorges wird wahrscheinlich wieder zurückkehren. Ansonsten Marc Pico wird es wahrscheinlich nicht haben. Und Sebastian Dahm wird auch wieder zurückkehren.